Junge, schon 135 Hype, was ist da denn los? Da ist der Hit, Leute. Oh, wichtig. Wichtiger Kill. Oh mein Gott! Oh, wichtig. Junge, die Tech ist schon wirklich strong. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Hier auf meinem Channel. Leute, es ist soweit. Ich zocke meine allererste Runde Arena in der neuen Season. Die wurde ja auch zurückgesetzt vor ein paar Tagen und ich habe gerade eine schmackhafte Runde gespielt. Habt ihr eventuell letztes Mal schon gesehen im letzten Video. Und ich würde sagen, wir schauen einfach, was so geht. Wir werden ein bisschen rasieren. Mal schauen, ob wir ein paar Smurfs treffen. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich gerne den Supporter Creator Code Fix im Fortnite Item Shop eingeben. Beziehungsweise ihr könnt ihn auch benutzen, wenn ihr einfach nur was kauft beim Epic Game Store. Also jedes Spiel, was es da gibt, da könnt ihr auch gerne meinen Code benutzen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Leute, mal schauen, was geht. Ich spiele aggressiv. Ich schaue, dass ich ein paar Kills mache. Mal gucken, ob wir ein paar Smurfer treffen. Wahrscheinlich werden wir einige Smurfer treffen, weil bei 0 Punkten ist ja immer Smurf-Gefahr, sage ich mal. Weil die Leute halt einfach nichts reißen auf ihrer Elo und sich denken, ich mache mir einen neuen Account, Alter. Ich bin zu bad, ich mache mir einen neuen Account. So wie ich immer, Leute. Wisst ihr? Das denke ich mir nämlich auch immer. Und wenn er kein Smurfer ist, weiß ich aber auch nicht. Leute, einfach Lama am Start. Wie viel hält denn Mobi aus? Holy shit. Keine Zeit, Mobi aufzumachen. Wobei es wäre schon strong für... Ja, ist egal. Wir lassen ihn entkommen. Mobi ist zu süß. Chillig. Wer bist du denn? Tschüss. Geil, dass in Tilted Towers Action ist, ne? Hätte ich nicht gedacht. So, nice. Wir behalten mal die Silenced. Ah, wobei die andere ist schon auch geil. Wir haben eine dicke Sniper jetzt, Leute. Dicke Pistol-Sniper. Mal schauen, ob wir damit ein paar Leute snipen können. Der hat mir auch einen heftigen Hit reingedrückt, ne? Damit gerade schon 3 Kills, Alter. Let's go. Ah, schade. Bruder, wo ist mein Aim? Mann! Als ob ich ihn nicht sehen würde, weißt du? Ja, okay, der war wirklich lost. Nice. Kein Smurfer. Ist richtig geil, Alter, Arena zu spielen. Wenn die Season schon ein bisschen gestartet hat, dann kann man richtig schön auf High-Kills-Runden gehen und sowas. Und sich ein paar Leute wegsnacken. Okay, ich glaube, wir haben die Stadt soweit geklärt. Da müssen wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich will ja auch nicht so viel Zeit verbringen, ne? Das ist mir sonst zu langweilig hier. Wir brauchen nicht so viel Zeit hier verbringen. Gibt's hier irgendwo ein Auto? Hallo? Gibt's hier irgendwo ein Auto? Ey, was mir gerade auffällt, ich habe extrem wenig Shotgun-Schuss. 7. Das könnte ein bisschen kritisch werden gleich beim nächsten Fight. Oh, da ist eine Epic Chest. Ja, warte, ich glaube, die muss ich mir holen. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Und chillig, ich habe einfach ganz kurz den Slurp-Truck weggeballert. Komm, gönn dir Spaß. Sniper nehmen wir auch mit. Ein bisschen Shotgun-Kugeln, nice. Okay, das macht zwar keinen Sinn, aber ich glaube, ich fahre trotzdem Richtung Pleasant Park. Ist zwar out of Ding, out of Zone, aber da können wir bestimmt noch den einen oder anderen wegsnacken, der hier gleich durchziehen wird. So, nur gucken, wo ein bisschen mittig fahren, dass uns niemand überraschen kann. Hier war ein dicker Buildfight. Da vorne. Da ist der Hit, Leute. Einfach Sniper-Meister, wisst ihr? Und dann... Oh, let's go. Wichtig.
Wichtiger Kill, der hat auch eine bessere Pump als ich. Hallo, ich brauchte Pump. Danke. Junge, schon 135 Hype, was ist da denn los? Meint ihr, Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, meint ihr, ich würde es nochmal schaffen, wenn ich ein bisschen grinden würde, in die Champions League zu kommen? Das würde mich echt interessieren, was so eure Einschätzung ist, weil ihr seht ja, mein Skill in Fortnite ist schon in Ordnung, sage ich mal. Aber kann natürlich ein bisschen besser sein. Das liegt natürlich auch daran, wie viel man spielt und so. Aber was meint ihr, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Würde ich es nochmal in die Champions League schaffen? Ja oder nein? Schreibt jetzt meine persönliche Einschätzung. Sage ich euch auch gleich. Weil ich persönlich würde schon sagen, ja, 6000 Punkte habe ich schon ein paar Mal geschafft. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch schaffen. Weil ich war schon immer nicht so krasser Buildfighter und sowas. Was? Was habe ich ihm für einen Hit gegeben? Naja, egal. Wir gehen in die nächste Runde. Let's go. So, Freunde. Zweite Runde. Mal schauen, ob die ein bisschen besser läuft. Da habe ich anscheinend einen ziemlich unlucky Hits bekommen. Ich habe ihn eigentlich gut gehittet und so, aber... Was wollen wir machen, ne? Das ist ja schon immer das Problem mit der Tag und der Pump. Das hat man ja schon seit Jahren, das Problem. Das mit der Pump hittest du zwar härter, aber mit der Tag wirst du manchmal so komisch geschittet und so. Ja, ganz, ganz weird. Okay, wir haben hier... wir haben hier einen Big Drop, Leute. Wir haben hier einen richtig Big Drop. Richtig, richtig viele Leute. Chillig. Medkit. Ah, chillig. Wenigstens mal eher. Ist halt gar nichts. Ich hätte gerne eine Pump. Angel brauchen wir nicht. Glühwürmchen brauchen wir nicht. Junge, wie viel Glück kann ein Mensch haben? Jetzt mal ernsthaft, wie viel Glück kann ein Mensch haben? Lol, er hatte keine Mats mehr. Richtig strong. Okay, sehr nice. Ein bisschen Mats am Start. Ich will sie aber nicht wasten. Och, was willst du denn? Mann! Wieso schwimmt das alles weg? Hallo, bleib mal da! Okay, ich bin gerade ein bisschen zwischen zwei Lagern. Das ist gar nicht gut. Ist ja hier oben drin. Okay, da vorne ist Action. Ich glaube, hinter mir hat jemand gesniped. Da unter mir, es war einer. Oh, wichtig. Wichtiger Kill. Ey, die Tech ist schon strong. Oh mein Gott! Oh, wichtig. Junge, die Tech ist schon wirklich strong im Vergleich zur Pump. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht lieber die Tech spielen sollte. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr momentan lieber spielt. Halt abgesehen jetzt von der Spaß oder so. Wenn man eine Spaß hat, dann würde ich die auf jeden immer vorziehen. Aber so die normale Tech gegen blaue Pump... Schwierig. Schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Aber Junge, wie viel Kills? 6 Kills! Wie schnell habe ich denn die Leute gerade hier weggerackt? Holy. Okay, ich glaube, es ist aber noch nicht vorbei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo noch einer abchillen wird. Was habe ich gesagt? Ja, 22er Hits. Ich nehme alles zurück. Die Tag ist dog. Oh, ich nehme alles zurück. Die Tech ist Dogshit. Holy. Mann. Egal, wir machen noch eine dritte Runde. Let's go. So, Freunde. Dritte und finale Runde. Mal schauen, ob wir noch ein paar Kills grabben können. Wir spielen momentan ja auch richtig aggressiv, muss man schon sagen. Vor allem den Fight jetzt die letzten Runden, Alter. Das war ja schon anders heftig. Ich glaube, ich würde hier locker easy in den Wind klappen, wenn ich einfach ein bisschen ruhiger spielen sollte. Aber heute wird gepusht. Heute wird alles tot gepusht. Und deswegen ist hier nichts mit ruhig spielen, Leute. Deswegen lande ich auch hier Hot Drop. Oh, vier Leute am Start. Alle gehen ans selbe Ding. Oh, warte. Das ist strong, das ist strong. Oh, chillig. Vielleicht auch nicht. Meine ganzen schönen Kills. Da muss doch noch jemand sein, oder?
Oh mein Gott. Okay, chillig. Die Runde zählt nicht. So, Freunde. Dritte und finale letzte Runde. Und zwar könnte ich theoretisch jetzt safe spielen und noch einen Win holen. Aber ich glaube, dieses safe spielen und einen Win holen ist eher langweilig. Deswegen gehen wir einfach First Drop und pushen auf jeden Fall noch ein paar Kills. Falls ich hier lebend aus der Stadt rauskomme, alles easy. Falls nicht, haben wir hoffentlich ein paar schmackhafte Kills gemacht. So, Leute, ich zeige euch jetzt den God Drop, ne? Hier drauf, bam, hier runterfallen lassen. Bam, habt ihr direkt die Pump. Oh, hier, Stick Action. Nice, erster Kill. Wichtig. Direkt ein bisschen Schild. Und Metz. Okay, Freunde. Die Runde davor hat niemand gesehen. Wir gehen rein. Junge, wie hab ich geschittet hat, Alter. Ich gebe ihm zwei schmackhafte Headshots, ne? Kann ja nicht wahr sein. Egal, wir gehen natürlich wieder Early Drop. Oh, was ist da? Was liegt da? Was liegt da? Was liegt da? Launchy Paunchy? Brauchen wir nicht unbedingt. Wir holen uns die AR. Vielleicht ist jemand greedy aufs Launchpad. Schade, leider nicht. Oh, da kommt jemand unten rein. Ah, dann gibt's hier auch eine Pump. Leute, Pistolkönig Fix ist am Start. Seid ihr ready? Ah, chillig. Oder auch nicht. Ich würde ihn schon gern mit der Pistol kleppen. Oh, ich bin dead. Wichtiger Kill. Zieh durch, Chat. Oh. Was will er jetzt von mir? Komm, lande mit mir, komm. Du Hund. Du bist so ein Hund. Wieso verfolgt er mich jetzt mich? In dein Gesicht, Junge. Tschüss, mach's gut. Ich bin so traurig, dass du gestorben bist. Shit on, Junge. Der hat da irgendwas noch? Ich gönn mir den einfach. No risk, no fun. Oh, oh, oh. Schade, okay, diese haben beide noch viel Leben. Oh, White. Nice, Dad. Wichtig. Der andere könnte auch schon gute Hits haben. Komm, wir pushen einfach scheiß drauf, auch wenn wir keine Pump haben. Nee, der ist unter mir. Kann ich das irgendwie spliefen? Shit on. Shit on, Junge. Let's go. Oh, Junge, nicht schon wieder mit der Tag, Alter. Das war eine knappe Geschichte. Holy Macaroni. Kommen die denn alle her? Junge, 6 Kills schon wieder. Was ist das? Okay, wir machen so. Flappy Derby. 70er. Oh, schmeckt. Wo bist du? Die ist einfach leer! Mann! Ich versuche dreimal zu schießen mit der hier, weißt du? Und dann ist sie einfach leer. Mit der Diegel. Gibt es ja nicht. Okay, nice one. Wir haben. Oh, da ist ein Schild. Ich kann mich nicht beschweren, Leute. Ich wollte gerade sagen. Ja, nice, aber wir haben kein Schild. Auf ganz entspannt. Bigo. Ach, ich bin so lost, Junge. Okay, Freunde, dann schauen wir mal weiter. Ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Banausen erwischen. Ich finde schon geil, dass die Launchpads wieder am Start sind, ne? Dass man einfach so ein bisschen rumlaunchen kann. Dann ist man ein bisschen schneller unterwegs. Mein kleiner Tipp an euch, falls ihr meine alten Tipps und Tricks-Videos noch nicht so viele gesehen habt. Wenn ihr viele Kills machen wollt, versucht immer so am Zonenrand zu laufen, weil die ganze Zeit kommen da halt Leute rein in die Zone und versuchen, in die Zone rein zu sneaken oder so. Und in der Mitte ist relativ wenig los, außer da ist halt irgendwie Drop oder irgendwas Interessantes. Aber hauptsächlich bei vielen Kills versucht am besten immer am Zonenrand zu laufen, weil dann könnt ihr mal schön die Leute abfangen. Und am besten ist natürlich auch da, wo Städte sind, ne? Wo die Leute halt von Städten in die Zone kommen. Hier zum Beispiel hier oder da. Das sind so Sachen, die ich euch mitgeben kann. Wait a minute. Entschuldigung? Was ist denn hier für eine Party ohne mich? Oh mein Gott, lost. Ich verfolge den, Leute. Mir egal, wo er hingeht. Chillig. Let's go.
Richtig. Kleiner Rabauke, du. So nicht. Nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob er den anderen hops genommen hat. Da waren auf jeden Fall zwei Leute. Müssen wir gleich mal gucken. Ich bin echt am überlegen, Mann. Pump oder Tech, das ist so eine schwierige Entscheidung. Okay, ich glaube, er hat den anderen hops genommen. Doch nicht. No risk, no fun. Einfach rein in die Box, Junge. So nicht. Und weiter geht's. Neue Kills. Oh. Oder auch nicht. Bleiben wir noch kurz. Zehner, wenn ich den snipe. Oh. Fast gesniped, Leute. Da kommt einfach Free Loot, Junge. Es war dieser andere Free Loot für mich. Okay, jetzt geht's aber weiter. Ich glaube, ich lande hier links auf dem Berg und mache mal nochmal einen Loungy-Poungy. Oh, ich sehe einen. Er ist ziemlich krass am Zonenrand. Aber ist mir eigentlich Wayne Train. Vielleicht hört er mich nicht. Vielleicht ist er lost. Schade. Hier wieder deutscher Mongral. Was ist denn für eine Waffe, Leute? Oh, ich bin so lost. Oh, shit. Er hatte null Kills. Mann. Ich war sein erster Kill. Naja, egal, Leute. Waren doch schmackhafte Runden. Meine ersten Runden in Arena. Falls euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nutzt gerne den Creator-Code FIX im Itemshop. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye-bye.